Hey zusammen, ich bin Michelle. Und ich bin Dan. Und wir sind jetzt hier auf der ESL One in Köln 2018. Und wie ihr sehen könnt, wird im Hintergrund noch fleißig gearbeitet. Übrigens wird auch an unserem Stand noch fleißig gearbeitet. Dort werden in den nächsten Tagen auch noch ein paar Showmatches stattfinden, Meet and Greets mit bekannten Gesichtern aus der CSGO-Szene. Wir haben jede Menge Produkte dabei, die man sich live angucken kann und auch mal ausprobieren kann. Und was es dort alles zu sehen gibt, das zeigt euch gleich der Tibor am Stand. Ja, vielen Dank an das bärtige Wunder Dan und Michelle. Herzlich willkommen hier am MSI-Stand bei der ESL One in Köln. Ich zeige euch hier gleich mal ein bisschen herum. In 20 Minuten ist nämlich Einlass und da wollen wir schnell noch die Gelegenheit nutzen und euch einen kurzen Überblick über unseren Stand verschaffen. Und wir fangen hier drüben an. Hier gibt es nämlich allerlei zu sehen. Einerseits gleich ins Auge fällt unser Dreier-Setup mit drei QHD-Monitoren aus der MPG-Serie. Richtig, richtig geiles Setup. Wird angetrieben von unseren Infinite X. Und hier hinter mir, hier sehen wir unsere Spielstation, wo Gäste aus den Weiten des Netzes, bekannte Leute, gegeneinander CS zocken werden. Und hier kann man das dann verfolgen. Und weil ich in diese Richtung gezeigt habe, gehen wir auch in diese Richtung weiter. Und zwar hierhin. Hier seht ihr unser super edel Notebook aus der GS65 Stealth Thin Reihe. Das ist nicht nur ein Gaming-Notebook, sondern auch eins, mit dem man tatsächlich auch mal sich in einem Meeting zeigen kann. Das ist nämlich super edel. Ich versuche das gerade mal hier rumzudrehen. Vielleicht könnt ihr mal die Rückseite zeigen. Schau mal, wie edel das aussieht. Hier schön mit Gold-Applikationen und so. Mega geil. Und zocken kann man auch richtig geil darauf. Hier drüben auch nochmal ein MPG-Monitor, der noch nicht eingeschaltet ist. Muss ich mal mit den Kollegen schimpfen. Aber bevor ich hier zu viel quatsche, gebe ich lieber gleich zurück an das bärtige Wunder. Macht's gut. Eine geile Bude ist natürlich nichts wert, wenn man sie nicht mit Freunden teilt. Und dementsprechend haben wir jede Menge bekannte Gäste und Gesichter eingeladen. So zum Beispiel den Lennart, aka Triluxe. Lennart, wie gefällt es dir hier in Köln auf der ESL One 2018? Ich bin ja jetzt das zweite Mal hier. Letztes Jahr war ich auch schon da. Letztes Jahr, glaube ich, ohne deutsche Beteiligung. Ich muss sagen, gestern das Spiel Big zwischen den Winsamen gespielt. Habe ich gerade ganz wieder vergessen. Big haben gestern gegen G2 gespielt. Gegen G2 gewonnen. Die Stimmung war irre, also es war besser als letztes Jahr das Finale schon. Obwohl die Halle noch nicht mal ganz voll war. Freitag muss natürlich ein paar Leute noch arbeiten, sind nicht da. Aber ich bin gespannt, was sie heute gegen FaZe machen, das wird irre. Also mega geile Stimmung dieses Jahr. Das war jetzt auch schon dein Tipp, beziehungsweise dein Team, das du anfeuerst? Ich bin auf jeden Fall für Big. FaZe ist natürlich ein starker Gegner. Ich hoffe natürlich, ich meine, wenn sie FaZe schlagen, ist alles drin, glaube ich. Wer meinst du, machst das Ding am Ende? Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, Astral ist so der Hauptfavorit. Dennoch werde ich natürlich Big anfeuern. Okidoki. Leute, wir werden sehen, was das wird. Lennart, vielen Dank fürs hier sein. Hier gibt es Autogramm-Sessions, Meet and Greets. Und wir geben ab und fangen mal die Stimmung in der Halle ein. Warum bist du hier? Ich war letztes Jahr auch schon hier. Da fand ich es einfach schön, die Atmosphäre und so. Generell mal so ein paar Games live zu sehen. Da dachte ich mir, komme ich wieder her. Und hast du ein Team, das du unterstützt? Irgendein Favorite? Ja, Big Clan. Where are you from? We come from France. ¿Dónde eres? De Valencia, España. ¿Es de Valencia, de España? De Valencia, sí. Why do you think it is so worth to come all the way from London to Germany? Because it's like one of the biggest tournaments of the year. It's one of the most prestigious event, and it's a special moment where you have everyone come across from all kind of global countries to come to celebrate Counter-Strike, and it's brilliant. Wen hast du unterstützt? Für Navi. Do you have any favorite teams here? G2. All the way G2. Let's go! Also Big ist dein favorite team? Ja, das war ein bisschen verpflichtet, als Deutscher heute die Daumen zu drücken für das heimische Team. I'm so hyped for Navi. Let's go! Let's go! Also ich für meinen Teil freue mich, dass Big weitergekommen ist. I think I'll be representing Big for the home crowd today. The bomb's down the pit. I don't think there's even time. Like
Leute, das war's hier von der ESL One in Köln 2018. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sagen GGWP an alle teilnehmenden Teams und gratulieren ganz herzlich Navi zum Gewinn der Trophy. Und tja, vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder bei der ESL One und bei uns am MSI-Stand. Macht's gut. Macht's gut.